8 Uhr morgens, Kirsten Bruns Arbeitstag beginnt. Sie ist Kundenberaterin bei der AOK in Neumünster. Nach einem Motorradunfall Anfang der 90er Jahre hat sie eine inkomplette Querschnittslähmung, keine Gesäß- und hintere Oberschenkelmuskulatur. Sie ist auf den Rollstuhl angewiesen, kann aber an Krücken ein paar Meter überwinden. 13 Uhr, Kirsten Brun auf dem Weg in die Schwimmhalle. Momentan 3-mal pro Woche, kurz vor den Paralympics. Wird es dann tägliches Wassertraining geben. Trotz ihrer Behinderung hat sie sich in den vergangenen Jahren einen Startsprung beigebracht. Jetzt in der Aufbauphase liegt ihr Trainingspensum bei 3,5 Kilometern. Sie schwimmt ohne Einsatz der Beine. Es ist ja nicht einfach nur so, dass die Beine nichts tun. Aber es ist nicht einfach nur so, dass sie mich nicht vortreiben, sondern sie sind ja auch noch für mich auch noch ein Hindernis. Ich muss sie also als Gewicht hinterher schleppen. Kirsten Brun ist eine der erfolgreichsten Behindertensportlerinnen. Obwohl sie erst 2002 wieder mit Leistungssport begann, ist sie schon 31 Weltrekorde geschwommen, 46 Mal Deutsche und 2-mal Weltmeisterin geworden. Die Technik, das große Plus der 38 Jahre alten Stilistin. Schon vor ihrem Unfall war sie eine sehr gute Schwimmerin. Wichtigste Bezugsperson ist Vater Manfred. Er trainiert die Ausnahmesportlerin, motiviert sie zu immer neuen Höchstleistungen. 17 Uhr im Auto mit spezieller Gas- und Bremsfunktion geht es nach Hause. Jetzt steht Krafttraining auf dem Plan. Zu Hause, weil sie Fitnessstudios nicht mag. Zuerst eine Stunde Rad, 28 Kilometer zum Warmwerden. Sie kann die Pedale nicht ziehen, nur treten. Mit 500 Sit-Ups, 90 Liegestützen, 30 Klimmzügen und noch vielem mehr geht es weiter, bis dann irgendwann auch mal ein ganz normaler Tag im Leben von Kirsten Brun endet. Ein Leben bestimmt vom Sport und einem Traum für 2008. Der einen goldenen Medaille aus Athen bis zu 5 weitere in Peking folgen zu lassen.